unseren Tagesordnungspunkt 36. Hier geht es um die dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir nachher namentlich abstimmen. Die in der zweiten Beratung am vergangenen Mittwoch beschlossenen Änderungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung können Sie der Zusammenstellung auf der Drucksache 10-280 entnehmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Auch dazu höre ich keinen Widerspruch. Also können wir so verfahren, sodass ich auf diesem Wege mindestens akustisch den größeren Teil der Kolleginnen und Kollegen, der noch nicht im Plenum ist, über die Lautsprecher in den Büros schon einmal vorsichtshalber darauf aufmerksam machen möchte, dass wir irgendwann so gegen 9.40 Uhr hier namentliche Abstimmungen durchführen werden. So, ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Maria Michalk für die CDU-CSU-Fraktion. Schönen guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir eine besondere Ehre, zu dieser 200. Sitzung die erste Rede halten zu dürfen. Und ich erinnere daran, dass heute am 11.11. wir Christen den Martinstag begehen. Da ist Teilen, Nächstenliebe in unserem Kopf und in unseren Ohren. Und unter diesem Duktus möchte ich gerne jetzt meine Rede in dem Herzen sowieso, lieber Kollege Tino Sorge. Ich glaube, unter diesem Duktus ist es wichtig, jetzt die dritte Lesung zu beginnen zu einem Gesetz, nämlich kurz gesagt die vierte AMG-Novelle, die viele Dinge beinhaltet, die uns in der zweiten Lesung sehr stark beschäftigt haben, die aber auch Einzelregelungen im Arzneimittelmarkt und in der Gesundheitspolitik insgesamt regelt, auf die ich dann kurz noch eingehen möchte. Weil es ist wichtig, dass wir auch hier noch mal feststellen, dass wir uns gerade für dieses Gesetz, das die Umsetzung einer EU-Verordnung ist, sehr viel Zeit genommen haben, intensivste Beratungen, inhaltlich, auch zeitlich, uns genehmigt haben. Das war wichtig und richtig. Und deshalb liegt uns heute eine Beschlussempfehlung vor, über die wir dann namentlich abstimmen werden, der ich guten Gewissens als Christin zustimmen werde. Das sage ich gleich am Anfang. Uns ist wichtig zu sagen, dass es auch ein nicht alltags vorkommendes Verfahren ist, denn in der Regel haben wir die zweite und dritte Lesung in einem Block. Und deshalb finde ich es unfair, wenn immer noch laut gesagt wird, dieses Gesetz ist nicht ordentlich beraten worden. Das stelle ich jetzt noch mal hier fest. Ich glaube, das kann aus dem Parlament, die bei diesem Prozess dabei waren, niemand behaupten. Wir regeln in diesem Gesetz unter anderem Dinge aus der EU-Verordnung, die notwendig sind, denn wenn wir sie nicht geregelt hätten, greift sofort die EU-Verordnung durch, und das würde unseren Standards, vor allen Dingen unseren ethischen Standards, nicht entsprechen. Deshalb sind wir eines der wenigen Länder innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, die dieses Recht wahrnehmen. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch mal in Erinnerung rufen, dass in diesem Gesetz auch ganz wichtige Dinge drin sind, zum Beispiel den Status des Apothekers stellen wir klar. Die Bundesapothekerordnung ist Bestandteil dieses Gesetzes und im Grunde genommen die Berufsordnung noch mal mit klaren Vorgaben. Das ist gerade auch in dieser Zeit ganz wichtig. Ich möchte auch darauf hinweisen, wir haben natürlich in mehreren anderen Gesetzen die Telemedizin, die Nutzung von elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten erlaubt und geregelt, aber in diesem, und das ist wichtig, auch auf die Zukunft gesehen, aber in diesem Gesetz legen wir unter anderem fest, dass die Verschreibung und die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nur möglich ist, wenn wenigstens zuvor ein erster Arzt-Patienten-Kontakt
stattgefunden hat. Das ist uns wichtig, diese Vertrauensbasis zwischen Patienten und Arzt da in den Mittelpunkt zu stellen. Ansonsten können die Möglichkeiten der modernen Kommunikation genutzt werden. Ich will auch darauf hinweisen, dass das Teleshopping, auch das Werben vor allen Dingen für Teleshopping in Deutschland nicht gewünscht ist, nicht erlaubt ist. Und ich will auch darauf hinweisen, dass wir im parlamentarischen Verfahren noch mal besonders geregelt haben, wie das Verfahren sein muss, dass wir auch im Falle von gefälschten Arzneimitteln, wir denken immer, das kommt nicht vor, kommt leider immer doch wieder vor, und in diesen Fällen müssen wir ein klares Rückgriffsrecht und ein Verfolgungsrecht haben. Auch das ist Bestandteil des Gesetzes. In dem Gesetz wird noch mal klargestellt, wie das Verhältnis der Arbeit der Ethikkommissionen ist. Wir haben die Bundesbehörden, wir haben die Landesethikkommissionen, die in einem Stufenverfahren miteinander in Abstimmung stehen. Und deshalb regeln wir auch, dass von den drei Ärzten, die in diesen Ethikkommissionen sein müssen, mindestens einer ist, der sich mit toxikologischen Dingen auskennt und mindestens einer dabei ist, der Erfahrung in klinischer Forschung hat. Und das ist deshalb wichtig, weil der Kern dieses Gesetzes ja darauf abzielt, unter welchen Voraussetzungen sind klinische Forschungen für nicht einwilligungsfähigen Personen, die keinen eigenen Nutzen davon haben, möglich. Einerseits wollen wir und regeln wir jetzt ganz strenge Verfahren und Mechanismen, unter welchen Voraussetzungen das in Deutschland möglich ist. Und ich füge hinzu, uns als Union ist es wichtig, dass auch in Deutschland für Krankheiten, die wir heute kennen, aber vielleicht später für Krankheiten, die heute noch nicht so präsent sind in unseren Köpfen, für Stadien, die sich später entwickeln. Und es ist nicht nur die Demenzerkrankung, die in unterschiedlichen Formen im späten Stadium auftritt, es sind auch andere Krankheiten, dass wir für die Heilung oder für die Leidlinderung der Menschen Medikamente finden, die das ermöglichen. Deshalb bin ich immer wieder beeindruckt, wenn Menschen sagen, ich habe Angehörige zu Hause oder Freunde, die ganz schwer erkrankt sind und unter diesen dementen Situationen auch das Umfeld beeinflussen. Sie leben ja in ihrer eigenen Welt. Und viele sagen, ich möchte, dass dafür geforscht wird, dass die Krankheit abgewendet werden kann, geheilt wird oder zumindest die Symptome behandelt werden, damit die Krankheit einen menschlicheren Verlauf hat. Und das ist uns wichtig. Deshalb sage ich auch, es ist freiwillig. Niemand muss es machen. Und selbst wenn jemand eingewilligt hat, kann er jederzeit seine Einwilligung zurückziehen. Das kann er auch, wenn er nicht mehr bei Bewusstsein seines vollen Geistes ist, wenn er in dieser nebulösen Welt lebt. Durch körperliche Bewegung, durch Abwehrhaltung kann man genau erkennen, was dem Mensch gut tut und was er nicht will. Und wir regeln, dass die betroffenen Angehörigen bzw. auch die Betreuer genau diesen eigenen Wunsch des Menschen respektieren. Und deshalb ist es ein gutes Gesetz. Wir senken nicht die Standards. Und ich bitte herzlich um Ihre Zustimmung. Ich bitte um Verständnis, dass ich trotz der Jubiläumssitzung deswegen nicht jedem Redner eine deutlich erweiterte Redezeit zubilligen kann. Die Kollegin Wöllert ist die Erste, der dieser Hinweis trifft. Das gilt aber auch für alle Nachfolgenden. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Präsident, ich gebe mir große Mühe, diesen Hinweis auch zu beachten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Zuschauertribünen, Änderung arzneirechtlicher und anderer Vorschriften nach Europarecht ist ja ein ziemlich sperriger Titel und kaum einer kann sich vorstellen, worüber wir denn bei diesem Tagesordnungspunkt eigentlich reden. Aber es geht etwas, was uns alle angeht. Es geht nämlich darum, wie wird medizinischer Fortschritt auch künftig gesichert und wie ist er einzubringen mit dem Schutz von Menschen, die an Studien, um diesen Fortschritt zu ermöglichen, teilzunehmen. Um nicht mehr und nicht weniger geht es heute. Wir haben am Mittwoch 90 Minuten zu einem Ausschnitt aus diesem Gesetz diskutiert. Es war eine der Sternstunden, stand in einer Zeitung, der Diskussion, weil freigegeben wurde, wie sich die einzelnen Abgeordneten verhalten. Und deshalb werde ich heute auch auf diesen Punkt nicht mehr eingehen. In den 5 Minuten, die mir zur Verfügung stehen, möchte ich über die vielen anderen wichtigen Dinge im Gesetz sprechen, die auch heute zur Abstimmung stehen. Klinische Prüfungen sind immer ethisch sensibel. Das öffentliche Interesse am medizinischen Fortschritt muss gegen die Risiken für die Menschen, die an Versuchen oder an Forschungsreihen teilnehmen und sich freiwillig zur Studiennahme bereit erklärt haben, abgewogen werden. Umso wichtiger ist das Vertrauen in der Bevölkerung, dass die Gesundheit von den sogenannten Probandinnen und Probanden, so nennt man diese Teilnehmer, nicht unnötig aufs Spiel gesetzt wird. Ein durchweg hohes Schutzniveau für diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer heißt eine unabhängige ethische Abwägung in jedem einzelnen Fall. Und Menschen zu gewinnen für eine freiwillige und informierte Zustimmung zu diesen Studien. Jede Studie, die sich mit einer anderen doppelt, ist ethisch hochproblematisch, denn Risiken für die Studienteilnehmerinnen wären vermeidbar. Auch aus diesem Grund ist die Forderung nach einem umfassenden Studienregister in diesem Gesetz so wichtig. Aber leider, nach wie vor haben wir Pharmaunternehmen, die Möglichkeit haben, unliebsame Studienergebnisse der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Das ist eine verpasste Chance und das Gegenteil von Transparenz, die für Vertrauen unabdingbar ist. Auch der marketingorientierte Missbrauch von Beobachtungsstudien bleibt weiter möglich und kann die klinische Forschung daher eher diskreditieren oder in Verruf bringen, wie man so schön sagt. Und das bringt für den gesamten Forschungsbereich mehr Schaden als medizinischen Fortschritt. Dieses Gesetzgebungsverfahren hatte die Chance gehabt, bekannte Missstände abzubauen und das Vertrauen in die Forschung damit zu erhöhen. Die Änderungen bei den Meldevorgaben begrüßen wir. Doch leider lösen sie das eigentliche Problem nicht. Der Probandenschutz ist in Deutschland grundsätzlich gut ausgeprägt. Sicher trägt das auch dazu bei, dass Deutschland zu den Spitzenreitern bei der Durchführung von klinischen Studien gehört. Umso mehr müssen alle Regelungen sehr kritisch hinterfragt werden, die das Vertrauen in die ethische Beurteilung beschädigen könnten. Ohne Not werden in diesem Gesetz Schritte unternommen, ein gut funktionierendes System in eine problematische Richtung zu verändern. Die zustimmende Empfehlung der Ethikkommission hätte deshalb verbindlicher Teil des Genehmigungsprozesses bleiben müssen. Warum es eine Verordnungsermächtigung für die Einrichtung einer Bundesethikkommission geben soll, erschließt sich nun gar nicht. In der Begründung zum Vorhaben, in der Gesetzesbegründung, wird gesagt, diese Kommission würde nur gebraucht, wenn nicht genug Landesethikkommissionen registriert sind. Ja, warum eigentlich zum Teufel trauen Sie denn nun auf einmal den bisher hervorragend arbeitenden Landesethikkommissionen nicht mehr? Sowohl die schwächere Verbindung der Ethikratvoten als auch die Drohkulisse einer Bundesethikkommission wird
die Länderethikkommission spürbar unter Druck setzen. Die Regelungen, die nicht-klinische Forschung betreffen, sind aus unserer Sicht in Ordnung. Wir begrüßen etwa das Verbot der Abgabe von Teleshopping-Arzneimitteln und die Neudefinition des Apothekerberufs. Es lagen uns 17 Änderungsanträge der Koalition vor. Der Großteil nimmt die Kritik der Bundesländer, des Bundesrates ernst. Deshalb positiv hervorzuheben sind die vorgeschriebene Zusammensetzung der Ethikkommission, für Vorgaben für die Meldung von Beobachtungsstudien, Möglichkeit, dass man Auflagen gibt für die Ethikkommission. Bei der Einführung des Gesetzentwurfs, ich komme wirklich zum Schluss, bei der Einführung des Gesetzentwurfs sagte meine Kollegin Katrin Vogler, es gibt viel Bedarf, hier noch etwas zu ändern. Einiges davon ist im Gesetzgebungsverfahren geschehen. Vieles hätten wir uns noch gewünscht. Deshalb, das Glas ist nicht halb voll, nicht halb leer, empfehlen wir Enthaltung. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Stamm-Schiebig das Wort. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher auf der Tribüne, diese Woche steht voll und ganz unter dem Zeichen Arzneimittel und Gesundheit. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon öfter mal in einer Woche so oft im Plenum uns zusammengefunden haben. Wir sind fleißig. Am Mittwoch haben wir über die gruppennützige Forschung an nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen debattiert und ich gebe da der Kollegin Wöllert recht. Ich denke, es war eine ordentliche und anständige Debatte. Die vorliegenden Änderungsanträge wurden abgestimmt. Und auch ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber das ist die Demokratie und das steht diesem Hause hier an. Gestern folgte dann die erste Lesung des Arzneimittelstärkungsgesetzes und heute zum Teil 3 die dritte Lesung des Entwurfs des vierten Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften, kurz die AMG-Novelle. Wir haben das schon ausgeführt. Ich glaube, das ist recht sperrig, dieser Begriff. Vieles aus diesem Gesetz ist unstrittig und bringt erhebliche Verbesserungen für unsere Versorgungslandschaft. Aus meiner Sicht ist die Debatte für die gruppennützige Forschung aber ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass Fragestellungen nicht nur politisch angegangen werden, sondern auch möglichst frühzeitig gesellschaftlich debattiert werden. Ich möchte 2 Punkte herausgreifen, über die ein Nachdenken aus diesem Gesetz lohnt. Laut einer aktuellen Umfrage können 94% der Apotheker mehrmals pro Woche Medikamente nicht auftreiben. Und dann heißt es Herstellerdefekt auf den Zetteln der leeren Regalfächer und in den Medikamentenlagern. Besonders davon betroffen sind die Impfstoffe. 8 sind es auf der aktuellen Liste der Lieferengpässe von Humanimpfstoffen des Paul-Ehrlich-Instituts. Diese Liste beruht bislang auf einer freiwilligen Meldung der Arzneimittelhersteller. Doch Lieferengpässe können Leben gefährden und Krankheiten richten sich nicht nach der Verfügbarkeit von Arzneimitteln auf dem Markt. Mit dieser AMG-Novelle schaffen wir nun die Rechtsgrundlage für mehr Transparenz über die verfügbaren Arzneimittel und die Ständige Impfkommission und die medizinischen Fachgesellschaften sollen künftig Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Lieferengpässen geben können. Und das ist richtig und wichtig. Denn wer nicht weiß, was fehlt, kann auch keine Schritte zur Vermeidung von Lieferengpässen in die Wege leiten. Und Transparenz und Veröffentlichung von Informationen sind ein wichtiger Schritt, um Versorgungsengpässe künftig zu vermeiden. Bis zuletzt habe ich in diesem Gesetz für eine Abschaffung des Fernschreibungsverbotes mich eingesetzt. Ich bleibe dabei, dass hier ohne Notwendigkeit eine berufsrechtliche Regelung zur Fernbehandlung in das Gesetz aufgenommen wurde. Das Gesetz sieht vor, dass eine Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nicht erfolgen darf, wenn vor der ärztlichen Verschreibung kein direkter Kontakt zwischen dem Arzt und der Person, für die das Arzneimittel verschrieben wird, stattgefunden hat. Hiervon darf in begründeten Fällen jedoch abgewichen werden, insbesondere wenn die Person dem Arzt aus vorangegangenen Kontakt hinreichend bekannt ist
und wenn es sich um eine Wiederholung oder Fortsetzung der Behandlung handelt. Dem Wortlaut dieses Gesetzes nach muss es zunächst einen nicht definierten begründeten Ausnahmefall geben und erst dann greift die Wiederholung oder Fortsetzung. Aus meiner Sicht kann das im Fall der Schmerztherapie durchaus hinderlich sein und diese Koppelung wird bereits eine leichte Dosiserhöhung ausgeschlossen. Die Neuregelung in § 48 Arzneimittelgesetz weitet damit das ärztliche Berufsrecht auf weitere Leistungserbringer, nämlich die Apotheker, aus. Und sie werden so nicht wollen zu einer Kontrollinstanz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kann der Apotheker an der Nasenspitze erkennen, ob er vorher beim Arzt war? Nein, das kann er nämlich nicht. Und aus meiner Sicht ist die Telemedizin ein wichtiges Instrument zur Aufrechterhaltung, Verbesserung und Verkürzung von Versorgungswegen, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Erst knapp vor einem Jahr haben wir das E-Health-Gesetz verabschiedet und uns ausdrücklich zum Potenzial digitaler Anwendung für die Qualität der Wirtschaftlichkeit und der Patientenversorgung bekannt. Dies ist besonders von Relevanz in ländlichen Regionen, in denen zunehmend Fahrtwege und Wartezeiten zu Ärzten zu Zugangshürden werden. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum es dieses Verbot ins Gesetz geschafft hat. Ich halte dieses Verbot von Fernverschreibungen nicht zielführend, aber ansonsten glaube ich, dass wir mit der vierten AMG-Novelle ein gutes Gesetz gemacht haben und viele Verbesserungen in diesem Land bringen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun, Entschuldigung, der Mikrofon ist ausgefallen. Das Wort hat nun die Kollegin Schulz-Asche für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass Sie heute Morgen beim Frühstück den Kommentar von Jan Heidmann in der Süddeutschen Zeitung gelesen haben, der sich nochmal mit dem Thema befasst, über das wir hier namentlich am Mittwoch abgestimmt haben, nämlich die Frage, inwieweit die Forschung mit Menschen, mit Erwachsenen, die nicht mehr einwilligungsfähig sind, erleichtert werden soll und sie keinen individuellen Nutzen mehr haben sollen. Wir haben, die Mehrheit dieses Hauses hat am Mittwoch ein Gesetz gebrochen, nämlich dass man, wenn man bewährte Gesetze hat, man sie nicht ändern sollte. Das ist hier leider geschehen. Und ich werde Ihnen sagen, ich fordere Sie weiter auf, dafür zu sorgen, dass das derzeitige hohe Schutzniveau, was wir in Deutschland haben, erhalten bleibt. Und ich bitte Sie, mit Nein zu stimmen. Nun werden einige von Ihnen sagen, ach, wir haben da bei uns in den Bundesländern Ethikkommissionen, die sind ohnehin damit befasst, dass sie diese ganzen Arzneimittelstudien begutachten, die machen super Arbeit, sie werden auch in dem Gesetz auch noch in ihren Kompetenzen ausgeweitet. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie das Gesetz richtig gelesen haben, dann wissen Sie auch, dass die Ethikkommission, so wie wir sie kennen und wie sie vorbildliche Arbeit in allen Bundesländern machen, durch dieses Gesetz entmachtet werden. Künftig soll, ja, dann lesen Sie mal das Gesetz. Künftig soll das Bundesamt, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit einer entsprechenden Begründung das Votum von Ethikkommissionen abweichen können und so eine Studie zulassen, unabhängig der Stellungnahmen und Entscheidungen von Ethikkommissionen. Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf, stimmen Sie heute mit Nein, damit die Genehmigung klinischer Studien weiterhin positiven, bindenden Stellungnahmen der zuständigen, interdisziplinären, unabhängigen Ethikkommission abhängig bleibt. Meine Damen und Herren, wir brauchen klinische Studien, damit der medizinische Fortschritt bei den Menschen ankommt. Aber wir brauchen mit dem bindenden Votum von Ethikkommissionen auch Vertrauen in Forschung. Und diese Ethikkommission haben für dieses Vertrauen gesorgt. Und mit diesem Gesetz zerstören sie in mehrfacher Hinsicht das Vertrauen in die Forschungslandschaft in Deutschland. Zum Verbot von Fernbehandlung, Fernbeschreibung hat Frau Stamm-Fiebig alles gesagt. Und die Tatsache, dass die SPD da geklatscht hat, führt vielleicht auch dazu, dass sie noch das Gesetz ablehnen werden. Ich möchte aber noch auf einen Punkt eingehen, meine Damen und Herren, und zwar ein Thema, das Sie eben nicht angehen.
und zwar das Thema der sogenannten Anwendungsbeobachtung. Die Bundesregierung versäumt zum wiederholten Male und lässt die Chance verstreichen, die Korruptionsanfälligkeit solcher Studien zu beheben. Solche Studien sind intransparent in Bezug auf die beteiligten Ärzte und auf die mögliche Beeinflussung von Verschreibungsverhalten. Zuletzt hat eine gemeinsame Recherche von Korrektiv, NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gezeigt, in welchem Ausmaß Pharmaunternehmen mit Hilfe von Anwendungsbeobachtungen Einfluss auf Ärzte und Ärzte nehmen. Und was ist mit der Aufklärungspflicht gegenüber den Patienten und Patienten? Die Bundesregierung ist bisher nicht gewillt, diese Lücke zu schließen und Transparenz bei Anwendungsbeobachtungen und der Gewährleistung von Patientensicherheit herzustellen. Meine Damen und Herren, Herr Lauterbach hat in dieser Woche ein zweiseitiges Interview gegeben zu den Anwendungsbeobachtungen mit der Überschrift, das ist eine Form der legalen Korruption. Und da frage ich Sie, wie Sie hier als Bundesregierung, als mitregierende Fraktion ein Gesetz heute verabschieden wollen, wo Sie genau dieses Thema nicht aufgreifen, wo Sie die Korruptionsanfälligkeit dieser Anwendungsbeobachtung nicht angehen. Das ist meine Frage und auch deswegen werden wir mit Nein stimmen. Meine Damen und Herren, der Arzneimittelbereich ist in großer Bewegung. Wir haben es mit viel Innovation zu tun und haben große Herausforderungen. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Unabhängigkeit von Forschung und die Patientenrechte in den Mittelpunkt stellen. Wir sind uns der hohen Bedeutung klinischer Prüfungen bewusst. Aber das Gesetz zerstört Vertrauen, wo wir Vertrauen brauchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Erich Ilsdorfer ist der nächste Redner. Ja. Sie wollen eine Kurzintervention, dann machen Sie aber bitte wirklich kurz, Herr Lauterbach. Weil ich erwähnt wurde, will ich darauf hinweisen, zum einen in diesem Interview, was angesprochen wurde im Kölner Stadtanzeiger, habe ich ganz konkrete Vorschläge unterbreitet, wie man dem Problem des Missbrauchs der Anwendungsbeobachtungen begegnen kann. Die Legislaturperiode läuft noch. Das Gesetz, was wir heute beschließen, beschäftigt sich nicht mit dem Problem, was im Interview angesprochen wurde. Es ist nicht dieses Problem. Somit, also es kann nicht der Eindruck erweckt werden, als wenn ich hier das Gesetz kritisiert hätte auf Unvollständigkeit, was wir heute beschließen, auch mit meiner Stimme. Okay. Frau Kollegin Schulz-Asche, bitte schön nochmal. Sehr geehrter Kollege Lauterbach, Sie haben recht. In dem Gesetzentwurf, so wie er vorgebracht wird, ist es tatsächlich nicht enthalten. Das habe ich ja auch gerade kritisiert. Aber das Arzneimittelgesetz, das heute geändert wird, enthält allerdings alle Regelungen zur Anwendungsbeobachtung. Und mein Vorwurf war genau, dass Sie das Thema eben nicht aufgreifen in diesem Gesetz. Und deswegen werden wir mit Nein stimmen. Ich halte das mal als vorbildliches Beispiel für eine Kurzintervention fest und empfehle das als leuchtendes Beispiel für ähnliche Annäherungen an diese Möglichkeit unserer Geschäftsordnung. So, jetzt ist der Kollege Erich Ilsdorfer für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach gründlichen Beratungen und intensiv geführten Debatten beschließen wir heute das vierte AMG-Änderungsgesetz und setzen darin unter anderem den Grundstein für die Weiterentwicklung hochwertiger klinischer Studien. Mit dem uns vorliegenden Gesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren, nehmen wir nicht nur beiläufig Anpassungen an den beiden EU-Verordnungen über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln vor, sondern bringen richtungsweisende Entscheidungen auf den Weg. An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten parteiübergreifend noch einmal für den konstruktiven Austausch danken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit der beschlossenen Regelung zur gruppennützigen Forschung einen wichtigen Schritt in Richtung Forschungsförderung getan haben, ohne unsere hohen Schutzstandards, verehrte Kollegin, in Deutschland zu gefährden. Und ich bitte Sie auch darum, schüren Sie weder Angst noch Verunsicherung. Ich glaube, es ist nicht angebracht. Gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenzen entstehen bei den Betroffenen Veränderungen im Verhalten und Erleben,
die in späteren Stadien oft Angst, Agitation und Aggression mit sich bringen. Also ganz andere Erscheinungen als bei leichten Demenzen. Und aus diesem Grund bin ich der Auffassung, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass eine Forschung mit ausschließlich leicht Erkrankten nicht ausreicht, weil die Ergebnisse nicht auf die Behandlung im fortgeschrittenen Stadium anwendbar sind. Wie die Redner des beschlossenen Änderungsantrags bereits klargestellt haben, werden auch in Zukunft nicht einwilligungsfähige Patienten in Deutschland nicht an fremdnützigen Studien teilnehmen dürfen. Bei gruppennützigen Studien wollen wir Patienten aber die Möglichkeit geben, in einem frühen Stadium selbst zu entscheiden, ob sie zum Nutzen anderer Betroffener an ihnen teilnehmen wollen. Und es bleibt dabei, dass nicht einwilligungsfähige Patienten zu jeder Zeit aus Gruppennutzungen, Forschungsstudien aussteigen können, wenn sie ihren Unwillen kundtun. Die Voraussetzungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für eine solche Entscheidung der Betroffenen sind ganz klar und auch streng geregelt, sodass wir hier aus meiner Sicht weder ein ethisches noch ein praktisches Problem haben, und deshalb vertreten wir diese Lösung. Ein anderer Aspekt, der mir ein wichtiges Anliegen ist und in den vergangenen Tagen in der politischen Debatte etwas in den Hintergrund rückte, ist der Patientenschutz, der durch dieses Gesetz auch weiterhin gestärkt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit der Umsetzung der AMG-Novelle setzen wir für die Diagnose und die Indikation bei einem Menschen einen direkten Arzt-Patienten-Kontakt voraus. Das bedeutet natürlich nicht, liebe Kollegen, dass wir uns Innovationen und der Digitalisierung im Gesundheitswesen verschließen wollen. Ganz im Gegenteil. Wir sehen in der Telemedizin die Chance, den Zugang zu innovativen Therapien und neuen Beratungsleistungen für Patienten verbessern zu können. Wir haben im E-Health-Gesetz aber einen behutsameren Ansatz gewählt, der erst einmal die notwendigen IT-Strukturen schaffen möchte, bevor der Markt von Unternehmen diesen Markt dann auch aufrollt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich spreche auch in Ihrem Namen, wenn ich sage, dass die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen hinsichtlich Dynamik und aber auch seiner bürokratischen Hürden noch erhebliche Ausbaupotenziale in sich birgt. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass ein direkter Arzt-Patienten-Kontakt für die erste Diagnose und medizinische Beratung eines Menschen unabdingbar ist. Es hat seinen Grund, warum der direkte Arzt-Patienten-Kontakt jeher die Grundlage jeglicher Therapieentscheidung war und auch bleiben wird. Wir können auch nicht, ganz zu Recht, bei jeder Gelegenheit die Stärkung der sprechenden Medizin fordern und dann bei so einer grundsätzlichen Frage wie der Verschreibung von Arzneimitteln komplett auf echten zwischenmenschlichen Kontakt und die therapeutischen Effekte der Arzt-Patienten-Begegnung verzichten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der jetzt gefundenen Regelung stärken wir die Sicherheit der Patienten, indem wir dem Risiko der Fehldiagnosen aus der Ferne begegnen. Denn in einer Online-Videosprechstunde kann der Patient zwar seine Beschwerden äußern, aber der Arzt kann diese bisher weder überprüfen noch immer mögliche Begleiterscheinungen erkennen. Wir würden als Gesetzgeber Risiken für beide Seiten billigend in Kauf nehmen, was aus meiner Sicht äußerst fragwürdig wäre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Mittwoch haben wir über diese strittigen Punkte dieses Gesetzes eine Entscheidung herbeigeführt. Die übrigen Abschnitte der AMG-Novelle halte ich für nicht kontrovers. Sie bringen wichtige Klarstellungen der Rechtslage, und ich bitte Sie daher um Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist der Kollege Edgar Franke. Herr Präsident, meine
Sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich in Richtung Frau Schulz-Asche sagen, die ja die Anwendungsbeobachtungen angesprochen hat, dass wir ja in diesem Haus einen eigenen Tatbestand Bestechlichkeit, Bestechung im Gesundheitswesen in 299a StGB geschaffen haben, dass viele Tatbestände da geregelt sind. Und das war ein Erfolg für die Lauterbarkeit im Gesundheitswesen. Das möchte ich ausdrücklich hier betonen, weil das wirklich schwierig war, meine sehr verehrten Damen und Herren, das auch durchzusetzen. Mit diesem Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden in erster Linie Anpassungen im Arzneimittelrecht vorgenommen. Es geht um klinische Prüfungen und Humanarzneimittel. Das haben schon mehrere gesagt. Auch die Kollegin Stamm-Fiebig hat darauf hingewiesen. Ich möchte drei Aspekte noch einmal erwähnen. Das erste ist ein ganz wichtiger: Arzneimittelsicherheit. Mit diesem Gesetz werden wir und wollen wir sicherstellen, dass begründete Fälschungsverdacht ausreicht, um ein Arzneimittel wieder vom Markt zu nehmen. Auch Maria Michalk hat darauf hingewiesen. Es ist momentan wirklich so, dass überall gefälscht wird, dass gefälschte Arzneimittelpackungen in legale Vertriebsketten kommen, nicht nur in Deutschland, vor allen Dingen aber in Europa. Und in ganz vielen Fällen haben Kriminelle Druckvorlagen, teilweise sogar aus dem Internet, sich von Pharmafirmen beschafft. Und es ist wirklich ein Problem, was wir in der Praxis haben, weil am bloßen Auge kann man Fälschungen nicht erkennen. Und die WHO, meine sehr verehrten Damen und Herren, schätzt über 10%, gerade bei Zytostatika, gerade in der Onkologie, geht es um Leben und Tod. Das ist ganz wichtig, dass wir hier was machen. Hier haben wir eine gute Regelung getroffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die wird auch wirken, weil der Rückruf ist da ausdrücklich geregelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir packen ein weiteres Problem an, das ist, das wissen wir alle, dass immer mal geklagt wird, ob ausreichend Medikamente zur Verfügung stehen, gerade Impfstoffe. Jetzt ist der Herbst, der Winter fängt an und wir schaffen Transparenz. Und wir schaffen Transparenz insofern, als dass die Ständige Impfkommission und auch Fachgesellschaften Handlungsempfehlungen geben können. Und das brauchen die Patienten, weil die Patienten müssen sicher sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sie im Krankheitsfall Medikamente bekommen. Die Patienten müssen sicher sein, dass sie geimpft werden mit wirksamen Impfstoffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch eine wirklich gute Regelung, die wir in dem Gesetz geschaffen haben. Lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede noch einmal auf den strittigen Punkt zurückkommen, die beabsichtigte Zulassung gruppennütziger Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die EU war bewusst, dass gerade wir Deutschen aufgrund unserer Vergangenheit sehr sensibel mit Forschung an Menschen umgehen müssen, die ihren Willen nicht mehr eindeutig mitteilen können. Deshalb hat sie auch den nationalen Parlamenten einen weiten Spielraum eingeräumt. Und seit dem Frühsommer haben wir ganz, ganz engagiert, haben wir das für und wider hier im Hause diskutiert, aber auch im Ausschuss diskutiert und auch öffentlich diskutiert. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die in den Anhörungen, auch im Gesundheitsausschuss haben diese Diskussionen gezeigt, dass wir uns ernsthaft und mit Niveau und mit Tiefe mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Wir haben am Mittwoch nun mehrheitlich entschieden, auch das hat Frau Schulz-Asche angesprochen, dass nicht einwilligungsfähige Menschen an gruppennützigen Studien teilnehmen können, wenn sie im gesunden Zustand, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, ihre Einwilligung zur Teilnahme erklärt haben. Dabei setzen wir enge Grenzen, wann die Teilnahme erlaubt ist und welche Untersuchungen im Rahmen einer solchen Studie möglich sind. Zunächst schreiben wir jetzt auch eine verpflichtende Aufklärung über alle Risiken der Studienteilnahme vor. Und dann muss auch noch eine eigenständige schriftliche Erklärung abgegeben werden. Natürlich weiß man den Forschungsinhalt dann noch nicht, man kann die Studie noch nicht konkret kennen, aber auch die Betreuer müssen dann später umfassend aufgeklärt werden, bevor sie dann konkret die klinische Prüfung des Betreuten einwilligen. Also man hat noch mal eine Hürde eingebaut. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine gute Regelung und das ist auch eine ausgewogene Regelung für die Wissenschaft. Für mich bedeutet diese Entscheidung auch die Möglichkeit zur Ausübung meines Selbstbestimmungsrechts, das ich nämlich im Grundgesetz habe. Jeder kann entscheiden, Artikel 2, also die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, die ist nicht gering zu schätzen. Es steht vorne in unserem Grundgesetz, vorne bei den Grundrechten.
Eine Beschneidung dieses Freiheitsrechts muss immer, das wissen nicht nur die Juristen, sehr gut begründet sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend, man sollte niemand verbieten, seine Bereitschaft zur Teilnahme an Forschungsstudien zu erklären, die das Schicksal künftig Betroffener eben gerade lindern könnten. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein gutes, ein ausgewogenes Gesetz. Und deswegen kann man da auch wirklich zustimmen. Ich danke Ihnen. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Und ich bitte noch einen Augenblick um Aufmerksamkeit, bis wir dann zu den Abstimmungen zu diesem Gesetzentwurf kommen. Bitte schön, Herr Kollege Albani. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen. Als ich vor einigen Tagen erfuhr, dass ich hier heute den letzten Redebeitrag zu dieser Debatte leisten darf, war ich voller Sorge. Sorge dich deswegen, weil es immer hart ist, an dieser Stelle vor der namentlichen Abstimmung gegen den allgemeinen Störlärm anzureden. Nein, das war nicht meine Sorge. Meine Sorge war, über welchen Gesetzentwurf werde ich hier heute debattieren. Und vor Ihnen steht nicht nur ein Wissenschaftspolitiker, der heute in dieser Gesundheitsdebatte sprechen darf, sondern vor Ihnen steht auch, und ich bekenne es, einer von diesen Wissenschaftlern, der diese Ethikanträge in seinem Leben bisher gestellt hat. Und zahllose. Wir haben diese Experimente mit Menschen gemacht, glücklicherweise oder einfacherweise für mich, in Bereichen, wo die Patienten einwilligungsfähig waren, im Bereich der Fehlhörigkeit. Aber das Ziel der Wissenschaft an dieser Stelle ist es, am Ende zu heilen. Wir wollen die großen Geißeln der Menschheit überwinden. Und insofern habe ich mir überlegt, was kann ich an dieser Stelle sagen? Ich möchte genau auf diese Zielsetzung eingehen. Wir haben eine gute Debatte geführt. Wir haben am Mittwoch ordentliche Argumente miteinander ausgetauscht. Aber es kamen zwei Dinge vor, gegen die oder für die ich jetzt noch einmal konkreter werden möchte. Das eine war, es wurde davon gesprochen, dass Demenz Alzheimer irreversibel ist. Nach heutiger Kenntnis ist das so. Aber vor 50 Jahren war auch Taubheit unüberwindbar. Heute ist es eine Routineoperation, Taube wieder hören zu machen. Wir können Sehende in Kürze wieder entsprechend, also Blinde wieder sehend machen. Wir wollen in Zukunft solche Geißeln wie Tuberkulose, Kinderlähmung, all diese Dinge überwinden. Und so muss es auch das Ziel sein, Demenz, Alzheimer, neurodegenerative Krankheiten zu heilen. Und wenn man das tut, dann brauchen wir auch die Möglichkeit, mit Patienten Studien durchzuführen, die zum Zeitpunkt der Studiendurchführung nicht mehr einwilligungsfähig sind. Und wenn wir das tun, dann haben wir hier ein Gesetz vorliegen, und das war ein anderer Zitat vom Mittwoch, Menschen zu medizinischen Versuchsobjekten gemacht werden. Das bedeutet, das hat vom Deutschen her den passiven Anteil. Wir machen sie zu etwas. Das ist unwahr. Die Patienten und die Menschen haben zum Zeitpunkt, dass sie in geistiger Vollkraft sind, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, dass sie daran teilnehmen. Das gibt es im Prinzip zwei Zielgruppen. Die einen, die sagen, okay, ich kenne aus meinem eigenen Umfeld Menschen, die darunter leiden. Ich selbst bin vielleicht in einem leichten Stadium. Ich will dieses entsprechen. Ich möchte mich dazu bereit erklären. Oder andere, die so wie ich sagen, ich kenne Wissenschaft, ich weiß, wie die betrieben wird und weiß, dass ich dort nicht missbraucht werde. Also bin ich dazu bereit. Und selbst dann sagen wir, nein, das reicht nicht. Du kriegst noch eine Aufklärung, eine medizinische Aufklärung darüber, was mit dir geschehen kann. Und du kannst Dinge ausschließen, du kannst Dinge für dich nicht in Anspruch nehmen, du kannst das frei entscheiden. Und wenn danach jemand sagt, ich will in Kenntnis all dieser Dinge dies entscheiden, dann finde ich es, wie eben schon gesagt, eine Sache der Selbstbestimmung. Und es muss eine Probandenerklärung unterschrieben werden, die genau dieses beinhaltet. Und diese muss entsprechend jetzt noch so erarbeitet werden, dass sie diesem auch entsprechend genügt. Und dann bin ich der Meinung, können wir, und das ist die Frage der Gruppennützigkeit, auch die Frage des Altruismus. Ich möchte, dass mir kommt es nicht darauf an, dass es mir hilft.
Mir ist es auch völlig in Ordnung, wenn es den nächsten Generationen, meinen Kindern oder anderen hilft. Dafür stelle ich mich zur Verfügung. Das ist ein Bestandteil klinischer Studien generell, weil man kann im Vorhinein niemals hundertprozentig sagen, dass es einem Probanden nützt. Das heißt, in diesem Fall eigennützig bedeutet, wir gehen davon aus, dass es dir hilft. Aber Wissenschaft und Forschung beinhaltet auch immer die Tatsache, dass dies daneben gehen kann. So. Und wir haben diese Debatte, da möchte ich allen daran Beteiligten noch einmal sagen, in wirklich stilvoller und vernünftiger Art und Weise in weiten Teilen geführt. Und es waren noch geschichtliche Repliken dabei. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ja, wir haben in Deutschland vor dem Hintergrund unserer Geschichte eine besondere Verantwortung, mit diesem Thema sensibel umzugehen. Wir haben in der Gegenwart und zu allen Zeiten eine Verantwortung mit den Menschen, die unseres Schutzes bedürfen, verantwortungsvoll umzugehen. Aber wir haben auch die Verantwortung für die Gesundheit zukünftiger Generationen und dazu hilft diese Regelung explizit. Dankeschön. So, wir kommen nun zu den schließe die Aussprache und wir kommen damit zu den Schlussabstimmungen über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf auf Verlangen der Fraktionen der CDU, CSU und SPD namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ach so, ja. Es fehlen noch an mehreren Abstimmungsurnen Vertreter, insbesondere der Opposition. Komplett? So, damit eröffne ich die Abstimmung und weise zugleich darauf hin. Rechte Seite fehlt noch. Einen Augenblick mal, auf der rechten Seite fehlt noch einer. Ja. Opposition. Opposition. Rechts fehlt noch die Opposition, da kann also noch nicht abgestimmt werden. Thomas, holst du meine bitte wieder raus, bevor ich Ärger mit dem Bauern. Ich weise darauf hin, dass mir zahlreiche persönliche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung zu dieser Abstimmung vorliegen, die wir einer guten Übung folgend dem Protokoll beifügen.
Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Jawohl. Das sind erschöpfte Haushälter, die unmittelbar nach Beendigung der Bereinigungssitzung soeben noch mit hängender Zunge die Abstimmungsurnen erreichen. So, weitere Bewegungen sehe ich hier im Plenarsaal aber nicht. Ich frage noch mal, ob noch jemand da ist, der wegen gleichzeitiger Staatsgespräche den Zeitpunkt verpasst, an dem die Urnen geschlossen werden. Dann ist das jetzt damit der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung teilen wir Ihnen dann später mit. Wir kommen jetzt zu dem Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 10-292. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Entschließungsantrag mit der Mehrheit der Koalition bei Enthaltung der Fraktion Die Linken abgelehnt. Ich rufe